Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit der Axt im Walde bei Was ist neu? In the Forest, heute in der Version 0.46 und es gab auch schon ein kleines Update auf 0.46b. Ja, die Entwickler meinen auf jeden Fall, dass die Hasen und Lorche jetzt auch eine Kollisionsabfrage besitzen sollen. Das heißt, sie laufen nicht mehr durch Steine, Felsen und Gebäude durch. Ich habe selbst noch nicht drauf geachtet, ja. Bin gespannt, wäre ja mal was. Die Reichweite der Katapulte wurde auch erhöht, das meinen die Entwickler. Das müsste ich mir auch mal im Vergleich angucken, wie das dann wirklich aussieht. Essen und Bewegung, das heißt jegliche Art von Bewegung, Baumstämme, Schleppen und dergleichen. Ja, das fließt jetzt in das Gewichtssystem mit rein, das sagen auch die Entwickler. Das heißt, wird man hier dick und nimmt ordentlich Gewicht an, dann liegt das wohl dran, dass man zu viel gegessen hat und sich zu wenig bewegt, ja. Natürlich auch gegenübergesetzt, muss man dann ausprobieren. Ja, ich sag mal, hierzu habe ich mich ein bisschen ausprobiert mit Gegnern. Die sollen laut den Entwicklern erst unter Wasser ertrinken, wenn die zu lang drunter bleiben und auch langsamer sein, wenn sie sich im Wasser befinden. Ich habe das ausprobiert, meine Gegner sind entweder kaum in das Wasser hineingegangen, oder aber kaum waren die mit dem Kopf unterhalb drin, sofort wieder raus. Ja, also wirklich passiert es hier nichts. Es gibt auch eine gute und eine schlechte Nachricht, sag ich mal. Die gute Nachricht ist, dass hier der Text vor unserer ominösen Höhlentür nicht mehr erscheint, dass man nicht durch kann. Die schlechte Nachricht ist, man kann trotzdem nicht durch. Jo, oh, wir gehen aber erstmal runter. Da zeige ich euch. Ja, was Neues ist gut. Die Entwickler sagen hier, das hässliche Gras, ja, das heißt so, hässliches Gras, wurde überarbeitet, damit das realistischer aussieht. Ich denke mal, die meinen das hier. Ja, das Strandgestrüpp. Wenn die sagen, die haben das ausgetauscht, damit das hier realistischer aussieht, sage ich, den Job habt ihr gut gemacht, ne? Mir ist das nicht nur aufgefallen, sondern ich wusste auch gleich so, oh Mann, die habe ich hier vor Jahren im Urlaub schon mal auf dem Strand liegen gesehen. Also von daher denke ich, ist das nicht so schlecht gemacht. Sehr gut sogar. Jo. Wir gehen in das Inventar. Inventar. Und die Entwickler meinen hier, da gibt es so eine Art Stapelverarbeitung, ne? Die Taste, wenn ich jetzt etwas auf die Crafting-Matte liegen möchte und ich sag mal, ich brauche jetzt hier 30 Zähne, weil ich ordentlich Dampf irgendwo auf die Axt drauf pappen möchte, dann halte ich hier die rechte Maustaste gedrückt. Ja, und ich habe hier 21 Zähne noch vorhanden und der Rest von den 35, die wir vorhin hatten, ist jetzt natürlich auf der Matte. Ja, auch das ist möglich, was sich diese Frage jetzt stellt hier. Lassen sich die Zähne jetzt auch wieder mit derselben Methode zurückführen? Ja. Fantastisch. Ich finde das gut. Ne? Ja, ein Haufen Verbesserungen. Wirklich, ein Haufen Verbesserungen sind diesmal drin, in diesem Update. Ich sag mal, ein paar Kleinigkeiten. Auch wenn ich hier zum Beispiel, ja, etwas bauen möchte. Hier so etwas. Und ich sag mal, nee, das passt mir in der Position erstmal gar nicht. Ich möchte das drehen. Dann dreht das ja ewig lang immer hin. Wer kennt das nicht? Nach einer halben Sekunde gedrückt halten der Taste ist das jetzt möglich, dass das richtig an Fahrt aufnimmt. Ja, muss man nicht mehr ewig hinwarten. Ja. Finde ich gut, finde ich ausgezeichnet. Jo, wovor ich ein bisschen hier, ja, der eine oder andere weiß, dass ich bin nicht so ein Typ, der hier Gewalt verherrlicht oder sich auch dran ergötzt, sag ich mal. Deswegen hatte ich auch hier ein bisschen Bammel zu Anfangs. Aber um ehrlich zu sein, das haben die Entwickler gut gelöst und nicht nur das. Das ist auch ein bisschen komisch. Ihr werdet auch gleich merken, warum, wieso und woher. Ja, das ist ein neues System. Das ist bei jedem Tier ist das anders. Und ich führe euch das gerade mal eben vor. Ich halte die Taste nun gedrückt, die mir hier angezeigt wird.
Und nun habe ich ein Hasenfell. Ja, ich habe auch hier einen Hasen und einen Hasenkopf, den ich jetzt aufnehmen kann. Finde ich schick. Ich finde das gut, dass das hier so gelöst wurde, dass das visuell von der Brutalität jetzt erstmal nicht wirklich dargestellt wird. Und vor allem finde ich das komisch, wenn ich hier ein direkt festes Stück Fell in der Hand habe. Ja, als hätte ich hier ein Puzzlestück. Ich finde das irgendwie komisch. Ja, das haben die gut gelöst. Und die letzte Neuerung, die ich euch heute vorführen möchte in diesem Update, ja, ist ein neues Gebäude, wobei es sich hier nicht unbedingt um ein Gebäude handelt, sondern um Dekorationsgegenstände, Möbel. Ja, wir haben hier einen Tisch drin und wir haben einen Stuhl drin. Ja, mit dem Tisch, ich sag mal, wir fangen hier nicht großartig was an. Das ist wirklich eher mehr ein Dekorationsgegenstand. Und ich denke mir so, nee, komm mal hier, die Aussicht lassen wir genießen. Stellen wir uns vor, hier am frühen Morgen, ne? Ich wohne hier in der Nähe und am frühen Morgen möchte ich mich raussetzen. Ordentlich Temperatur, ist ja schönes Wetter, fantastisch und mir ein Frühstück aufstellen. Ja, warum nicht? Hier der Stuhl, ja, und den machen wir ganz schick hier so ein bisschen schräg dran. So, ja, mit ein bisschen Platz hier. Ja, und den stelle ich jetzt natürlich fertig, ne? So, und Rabbeldi-Papp ist das Teil auch fertig, ne? Das heißt, wir haben hier das alles, ja, den nehmen wir jetzt erstmal. Den Stein. Nicht mit. Gut. Stuhl, der sieht auch schick aus, finde ich. Ja, wir leuchten den jetzt erst auch mal kurz aus. Wir könnten natürlich auch die Sonne umstellen. Nee, wir gucken uns das so an. Warum einfach, wenn es auch umständlich läuft, ne? Hier so. Und das ist ein, ja. Tisch. Einfach nur ein Tisch. Den kann man nicht wirklich benutzen. Man kann, ich sag mal, drauf tanzen, wenn man möchte. Und den Stuhl kann man nutzen hier, um sich zu setzen. Der Stuhl hat auch den gleichen Effekt, meine Lieben, wie hier die Sitzbank, die wir alle an und für sich schon eine gute lange Zeit kennen. Ja. Und ich denke mal, das könnte auch ein gutes Plätzchen sein. Das sieht doch so schick aus, oder? Ich meine, ja, gut. Ja, meine Lieben, das war es auch wieder gewesen. Ja. Tut euch in meinem YouTube-Kanal in den Kommentaren erstmal nicht streiten, ja, und sonst sage ich mal wie immer alles Gute und macht's gut, bis zum nächsten Mal.